Tolles für uns heute. Eine 1500 Jahre alte Handschrift. Ja, die sogenannte Zeitzer Ostertafel. Man stellt sich aber zunächst die Frage, wo kommt die überhaupt her? Eine 1500 Jahre alte Handschrift? Aus einer Zeit also, von der man glaubte, dass die Menschen hier noch auf den Bäumen gelebt haben. Das hat einen besonderen Grund, das ist eine besondere Geschichte über ein Phänomen, das heute die wenigsten kennen und kaum für möglich halten. Man nennt es die Makulatur. Und ich kann das an dieser Handschrift einmal deutlich machen. Dazu lege ich sie aber einmal sicher ab. Wir haben es mit einer Handschrift zu tun, die zwischen zwei Holzdeckel eingebracht worden ist. Und man hat diese Handschrift in der Mitte des 15. Jahrhunderts hergestellt. Also diese Handschrift ist etwa 600 Jahre alt. Als diese Handschrift hergestellt worden ist, hat der damalige Buchbinder, und zwar in Italien, diese Handschrift ist in Bologna entstanden, ältere Pergamentblätter gehabt von einer viel, viel älteren Handschrift, hat die zerschnitten und hat sie hier als Einbandmaterial zweitverwendet. Und noch heute kann man auf der Innenseite dieses Buchdeckels die Überreste dieser antiken Buchstaben erkennen. Die Farben, die wir hier im Buch sehen, sind die noch original oder ist es nachträglich aufgemalt worden? Ja, diese wunderschönen Farben, die wir hier sehen können, gehören zur Handschrift des 15. Jahrhunderts. Das ist eigentlich eine juristische Handschrift, die man für die Vorlesung benötigt hat. Und nachträglich, aber immer noch im Mittelalter, als man diesen Band der Bibliothek hier vermacht hat, wurden diese wunderschönen Rankenornamente nachträglich eingemalt. Blau war doch damals die ganz teure Farbe, Lapislazius, ist das richtig? Ja, Blau war ohnehin eine sehr kostbare Farbe. Wir sehen aber auch Goldeinlagen und andere Edelstoffe, die hier zur Verwendung gekommen sind. Und in diesem wertvollen Buch war dann das Geheimnis hier drin versteckt. Genau, und das Geheimnis war damals gar kein großes Geheimnis in Italien des 15. Jahrhunderts. Das waren Überreste, wir würden heute sagen Altstoff. Es sind Menschen herumgezogen, die haben diese alten, jahrhundertealten Pergamenthandschriften erworben, wie wir heute Altpapier erwerben. Und das, was wirklich drin steckte, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dazu müssen wir den Raum wechseln. Ja. Danke, gehen wir. In dieser unscheinbaren Schachtel ist dieses wertvolle Teil untergebracht. 1500 ja. Jahre. Sie werden überrascht sein, wie klein diese Fragmente sind, aber man muss nicht groß sein, um bedeutend zu sein. Schauen wir uns das jetzt einmal an. Ich hebe sie jetzt einmal ganz vorsichtig heraus. Sie sind heute hinter Glas. Und Sie müssen sich vorstellen, nachdem also die großen Doppelblätter der Zeitzer Ostertafel, deren Reste wir gerade gesehen haben, im 19. Jahrhundert nach Berlin verkauft worden sind, es war niemand Geringeres als der große Theodor Mommsen, der den Verkauf an die Königliche Bibliothek organisiert hat, gab es in Zeitz keine Zeitzer Ostertafel mehr. Und besonders glücklich waren wir, als wir im Jahre 2005, als wir hier in die neue Bibliothek eingezogen sind, drei winzige Bällchen gefunden haben, hochgradig verschmutzt. Man konnte nichts darauf erkennen. Und diese drei Bällchen haben wir entfaltet, geglättet, gereinigt. Und dann kam diese besondere Buchstabenform zum Vorschein. Man sieht, dass die Buchstaben ja etwas dickbäuchiger sind. Die sind aber sehr schön ausgeschrieben. Wir nennen so etwas Unziale. Und damit wussten wir, diese Schrift gehört in die Spätantike und muss ein Teil der Zeitzer Ostertafel aus dem 5. Jahrhundert sein. Beeindruckend. Sie versuchen gerade etwas zu lesen. Es fällt Ihnen aber offenbar schwer. Nicht wegen der Buchstaben, aber schauen Sie mal genau hin. Es gibt zwischen den Worten keine Unterbrechung, kein Leerzeichen, würden wir heute sagen. Das ist nämlich eine sogenannte Scriptura Continua. Die Leute mussten damals also wirklich aufpassen und diese Worte erkennen können. Das ging in einer Linie von Anfang bis zum Ende. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was da draufsteht. Ja. Ostertafel. Ostertafel hat es mit Jahreszeit zu tun. Es geht um Ostern. Und im 5. Jahrhundert war Ostern genau wie heute ein flexibler Feiertag. Aber anders als heute hat man heftig gestritten in der christlichen Kirche, welches der richtige Ostertermin ist. Und es gab mehrere Vorschläge in Irland, in der Ostkirche, in Alexandria. Und das, was ich hier in Händen halte, ist das Auftragswerk des Bischofs von Rom. Der wollte nun auch endlich Gewissheit haben über den richtigen Ostertermin. Und er gab diese Handschrift in Auftrag und man wollte
den ersten Ostertermin errechnen, und das war die Kreuzigung Christi. Papst Leo der Große, das ist der Papst, der sich damals noch mit Attila und den Hunnen herumärgern durfte, so alt ist diese Handschrift. Sie gehört in die Kinderzeit der Pergamenthandschrift. Weltweit sind weniger als 150 Fragmente aus Pergament aus dem 5. Jahrhundert erhalten geblieben. Und dass das ausgerechnet hier der Fall ist, das ist schon ein echtes Kuriosum. Die Römer haben es uns wie aufgezeichnet? Ursprünglich auf Papyrus. Ah. Papyrus war dann haltbarer zum Teil als das Pergament sogar? Naja, das Problem ist, dass in unserer Region das nicht ganz zutrifft. Hier ist Pergament haltbarer. Deswegen haben auch die Päpste irgendwann aufgehört, auf Papyrus zu schreiben, sondern auch auf Pergament. Aber im trockenen Klima, im wärmeren Klima, da ist tatsächlich Papyrus, zumal es auch dort vorkommt, das einfachste und auch preiswerteste Schreibmittel gewesen. Denn die Herstellung von Pergament aus Tierhaut, das ist nicht ganz ohne. Aufwendig. Sehr aufwendig. Also eine ganz spannende Sache. Und dürfen es ja auch Besucher hier mal besichtigen, auf Anmeldung oder wie ist es gedacht? Ja, so ist es gedacht. Wir können hier natürlich nicht die Tür einfach aufmachen und alle Menschen hineinlassen, aber wir bieten die Möglichkeit an, zur Sonderführung die Bibliothek und die Kostbarkeiten dieser Bibliothek kennenzulernen. Also es war heute wieder mal ein Termin oder ein Treffen, wo man sagen muss, wir haben in Zeitz einen besonderen Schatz, der wirklich weltweit ausstrahlt und oft vielen Menschen hier in unserer Region noch gar nicht ausreichend bekannt ist. Gibt es da noch eine Rückseite? Wow, da ist die Schrift deutlicher, aber ich kann es doch nicht lesen. Ja, also das, was man hier sehen kann, sind Angaben zu römischen Konsuln, weil man diese Listen geführt hat und so wollte man Jahre rückwärts sozusagen rechnen. Ach so, über Konsuln, ist man zurückgegangen und hat gesagt, Konsul 1, 2, 3 bis zur Geburt Christi wollte man herankommen, bis zur Kreuzigung letztlich. Ja, und zwar haben wir, schauen Sie mal, wenn Sie ganz nahe herankommen, das kann man hier einen Namen lesen, der ganz bekannt ist. Nero. Denn auch Nero, dieser berühmt-berüchtigte Imperator, war ein römischer Konsul. Wow, Nero kann selbst nicht lesen. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, da denkt man zu sehr mehr an Hollywood. Mochte ja die Christen einmal, das ist sehr hübsch.